Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda, halt die Klappe, Olympic Worlds. Unser Ziel ist klar, wir wollen jetzt die Temporubinjagd machen. Und wenn wir die gemacht haben, dann mit etwas Glück als... LOL. Okay, mit etwas Glück schaffen wir die so schnell, dass wir den Ausdauerkampf auch noch schaffen. Das wäre sehr zu bevorzugen. Also ich würde das sehr bevorzugen. Ja, lol. Wie ausgerechnet diese Viecher so viel aushalten? Ich komme da nicht drauf klar. Genau, jetzt muss ich nur noch mal gucken, was man noch gleich braucht. Ja, man braucht auf jeden Fall 100 Rubine und man muss am besten die 30 schaffen. Also die 30 Sekunden perfekt schaffen. Jetzt habe ich doch hier irgendwo für die Minispiele Temporubinjagd. Low Rule. Wir müssen weniger als 2 Sekunden auf der Uhr haben, um das Herzteil zu bekommen und 100 Rubine. Es wimmelt nur so von Rubinschleim. Okay. Sandstab und Enterhaken, aber auch der Hammer. Okay. Im Laufe des Spiels wollen wir nicht die Items wechseln. Geht ihr ins Menü, verfälscht das den Lauf der Musik, die ihr fürs richtige Timing benötigt. Die Schnellwahl kostet zu viel Zeit. Genau kurz nach dem zweiten Umbruch wollen wir das Spiel zu beenden. Okay. Wollen wir das Spiel zu beenden, genau. Also wir brauchen den Enterhaken. Und was brauchen wir noch? Den Sandstab. Wurde gesagt. Wir versuchen es damit. Es gibt ein paar lila Rubine. 30 Sekunden. Ich schaff das. Erster Versuch. Scheiße. Als ob die lilanen Rubine alles die Feinde sind. Ich glaube, das war schon der Umbruch, ne? What? Das war recht knapp. Mal 3, als ob. Das war das Herzteil im ersten Versuch, oder? Und noch 150 Münzen drauf. What? Hatte ich die in Low Rule schon geschafft und in High Rule nicht? Hä? Warte, was? Warte, was? Hä? Warte, hä? Der hat mir jetzt kein Herzteil gegeben, aber ich hatte definitiv... Ich hatte 100 Rubinen und ich hatte unter 2 Sekunden. Bis zu 1000 Rubine. Fürs Herzteil braucht ihr nur 100 und 2 Sekunden auf der Uhr. Shit. Sag mir nicht, ich weiß nicht, wo das letzte Herzteil ist. Das wäre ein bisschen Eichkacke. Fuck. Ja. Deine Oma. Das ist in Ordnung.
Ah, nein, ey. Ich meine, den Ausdauerkampf habe ich nicht geschafft. Das ist eins. Aber dann fehlt mir ein weiteres Herz. Nein, ich dachte, ich hätte alle. Mist. Mist, 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 Mist. Okay, das ist überhaupt nicht, was ich wollte. Und jetzt kriege ich von der wahrscheinlich wieder einen Knutsch geschenkt. Nein! Es hätte dem Spiel gut getan, wenn man dieses sofort zurückgehen sperren würde, für den Fall, dass man aus Versehen... Oh, da bist du ja schon wieder. Nein, 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 halt die Klappe. Ich habe keine Zeit. Ich will dieses Spiel schaffen. Ja, 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 ist in Ordnung. Danke. Bla, 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 bla. Ja, 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 tschüss. Gut, aber ich bin mir sicher, dass ich diese Tempotypie ja schon geschafft habe. Jetzt erzähl mir nicht, ich habe das Falsche als geschafft aufgeschrieben. Da müsste ich jetzt alle nochmal durchgehen. Das wäre ungefähr genau nicht, was ich tun möchte. So, für die war, glaube ich, unser Wirbelstab super. Tornado-Stab und Hammer. Tempo, Tempo! Ah, ich glaube, das habe ich auch schon geschafft. »54. Das reicht nicht fürs Herzteil. Es hat sich einfach null gelohnt. Ah, scheiße. Oh, ich glaube, das war schon zu lange. Nein! Scheiße. Okay, es hätte eh nicht gereicht, also ich muss das nochmal schaffen. Ich muss es nochmal schaffen, verdammt. Also das ist schwerer als das andere. Aber ich habe die Musik zu früh eingeschaltet. Das ist schwer. Gleich zu lang. Fuck! Ja, ich war mir nicht sicher, welcher Umbruch das ist. Okay, jetzt muss ich erstmal meinen DS laden. Ist ausgerechnet dieses Spiel das eine, das ich versage. Das andere schaffe ich im First Try und obwohl es schwerer ist, dann verkacke ich bei dem, ey. Wie ärgerlich ist das denn? Wenn ich diese Kack-Herzteile alle hab, ne? Die Minispiele sind nicht so kacke wie in manch anderem Zelda, aber sie sind halt auch nicht so viel besser, dass man sagen würde, es ist krass. Nochmal. Ja. Ich werde meine Wirbelattacke einfach nutzen. Das sollte helfen. Scheiße! Ah! So, das sollte jetzt hoffentlich reichen. Ich habe diesmal auf die Uhr auf meinem Bildschirm geschaut. Yes, die werden verdoppelt. Das müsste reichen. Ja, das reicht. Okay, alles gut. Hoffe ich. Knapp! Du gut abgeschätzt und überhaupt nicht auf nur auf deinem Bildschirm geschaut. Ah, also, du kriegst ein kleines bisschen extra. Bam, das müsste das Herzteil sein, hoffe ich.
Neuer Rekord, Rekord, Rekord. So viel hast du zum ersten Mal geschafft. Dafür bekommst du ein Herzteil. Okay, dann war das das fehlende Herzteil. Geht ein extra Part drauf. Verdammt, ey. Egal. Komm wieder vorbei, okay? Ciao. Hatten wir echt die schwere Schule, die einfache, da versag ich. Ach, wie traurig kann das Leben denn bitte sein? Okay. Aber okay. Wie krass man da abgehen kann, ne? Werden die eigentlich auch sauer und greifen mich dann an? Scheinbar nicht, ne? Lol. Die sind also friedlich und greifen einen nicht an. Das ist ja süß. Komm her. Kein Apfel, schade. Okay, also geht's jetzt noch auf nach Herras Turm. Das ist ein Low Rule und dort ist das letzte Herzteil im Ausdauerkampf. Da bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass das kein Spaß werden wird. Und bei der werde ich jetzt nicht in... Na, verdammt. Ach komm, ey. Wir fliegen nicht. Wir gehen jetzt nicht zu der rein. Dass es Orte gibt, zu dem nur wer kommen kann? Was? Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht gelesen. Egal. So, lass uns speichern. Es fehlt ein einziges Herzteil. Dann habe ich alle Herzteile in diesem Spiel. Das ist in Ordnung. Okay. Und ich gebe auch zu, ja, ich habe das eine, habe ich durch Cheaten geholt. Achso, den Vogel kann ich gar nicht treffen, sehr langweilig. Das eine habe ich vielleicht ein bisschen durch Cheaten geholt, indem ich eben auf diese Uhr geschaut habe. Wobei das nicht unbedingt Cheaten war. Von daher würde ich sagen, falls euch diese Folge trotzdem gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Bis dann, Servus!